herzlich willkommen zum Online-Durchbruch-Podcast, dem Lieblingspodcast aller Online-UnternehmerInnen. Mindset, Skillset, Heart und Soulset, hier gibt es alles, was dich interessiert. Spannende Themen rund ums Online-Business und Interviews mit absoluten Top-Experten. Mein Name ist Stefan, ich bin total gehypt und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder eine etwas kürzere Solo-Episode mit mir. Und ich möchte euch heute die Pomodoro-Technik vorstellen. Das ist eine Produktivitätstechnik, also eine Technik, mit der ihr den Output steigern könnt, mit der ihr mehr aus eurer Arbeitszeit machen könnt. Und die Pomodoro-Technik hat ihren Namen von dem italienischen Wort von Tomate, denn der Erfinder hat eine Eieruhr im Design von einer Tomate benutzt, um diese Technik durchzuführen. Ihr könnt also euch eine Eieruhr schnappen, ihr könnt natürlich genauso euer Smartphone dazu benutzen und wenn ihr Pomodoro-Technik oder generell Pomodoro bei den Apps durchsucht, dann werdet ihr auch Apps finden, die genau dafür schon maßgeschneidert sind, diese Technik für euch durchzuführen. Und worum geht's da genau? Ich beschreibe dir den Prozess einmal, der aus 8 Schritten besteht und recht leicht umzusetzen ist. Zuallererst Schritt 1 wählen wir eine Aufgabe aus, die wir jetzt bearbeiten wollen. Und die unterteilen wir in Schritt 2 in kleine, leicht verdaubare Häppchen. Und sobald wir das gemacht haben, also unsere Aufgabe in kleine Häppchen aufgeteilt haben, stellen wir unsere Eieruhr, unseren Wecker, unseren Timer auf 25 Minuten und starten und arbeiten diese Liste von den kleinen Häppchen wirklich von oben nach unten ab. 25 Minuten lang geben wir Vollgas und das bedeutet, in diesen 25 Minuten gibt es nichts anderes. Wenn dein Handy klingelt, dann lass es klingeln, lehne den Anruf ab, du kannst nachher zurückrufen. Oder wenn da irgendwas rappelt, dass irgendjemand einen Post von dir kommentiert hat. Das ist völlig egal. Am besten stellst du dein Smartphone sogar auf den Flugmodus, sodass nichts anderes kommt. Auch deine Familie, wenn du bei dir daheim im Homeoffice arbeitest, sollte Bescheid wissen, Mama oder Papa ist jetzt am Arbeiten. Klar, wenn's Haus brennt, dann kurz Bescheid geben, dass man rausrennt, aber ansonsten gibt es jetzt erstmal nichts, was so wichtig ist, dass du gestört werden solltest. 25 Minuten lang richtig Vollgas geben, ohne rechts und links, Fernseher aus, Telefon aus, Facebook zu, alles andere zumachen, wirklich 25 Minuten lang ohne rechts und links mit Scheuklappen aufgesetzt, wirklich nur auf deine Häppchen achten und die abarbeiten. Und wenn dann nach 25 Minuten der Wecker klingelt, dann hake schnell von der Liste ab, was du erledigt hast. Und dann ist 5 Minuten lang Pause angesagt. Und das wird genauso radikal und ohne Rücksicht auf Verluste gemacht, wie vorher das Arbeiten. Also 5 Minuten lang wirklich, ob du dich bewegst, ob du dann vielleicht deine E-Mails checkst, ob du dann vielleicht mal irgendwie auf WhatsApp nachguckst. Aber dann ist auch wieder die Gefahr groß, dass es irgendwas Berufliches ist. Am besten 5 Minuten lang wirklich absolut Pause, absolut abschalten. Und danach wiederholst du diesen Intervall. Der wird Pomidori genannt. Den wiederholst du 3-mal, weitere 3-mal, sodass du insgesamt 4-mal diesen Prozess durchlaufen bist. Und wenn wir uns das angucken, 25 Minuten richtig Gas geben, 5 Minuten Pause, das Ganze 4-mal, dann haben wir 2 Stunden wirklich fokussiert gearbeitet. Und nach insgesamt 4 solcher Pomidori-Intervalle machst du 30 Minuten Pause. Das ist quasi die große Pause. Dann sind wir bei 2,5 Stunden insgesamt und dann wiederholst du das Ganze bis zum Feierabend. Und je nachdem, wie lange du arbeitest, vielleicht hast du ja auch noch anderes an dem Tag vor oder hast irgendwelche Meetings mit drin, deswegen musst du schauen, wie du das organisiert bekommst, aber 2 bis 3 solcher
Durchgänge kannst du am Tag machen. Und versuch das Ganze einfach mal. Schau mal, was du mit dieser Technik mehr erledigt bekommst als ohne diese Technik. Jeder Mensch ist da natürlich anders, aber ich habe bisher noch von niemandem gehört, der durch die Pomodoro-Technik nicht deutlich produktiver geworden ist als ohne sie, weil immer wieder irgendwie eine Ablenkung dazwischen kommt und dann wollen wir mal die News checken, dann wollen wir mal gucken, was auf Facebook los ist, dann wollen wir hier noch ein bisschen was kommentieren, da mal schauen, dann haben wir vielleicht von außen reingetragen, irgendwelche Ablenkungen mit drin, all das fällt halt bei dieser Technik weg. Gehen wir die Punkte nochmal kurz durch. Punkt 1, wähle eine Aufgabe aus. Punkt 2, unterteile sie in kleine, verdaubare Häppchen. Punkt 3, stelle den Wecker auf 25 Minuten und starte. Punkt 4, wenn der Wecker klingelt, hake alles Erledigte ab. Punkt 5, mache nun 5 Minuten Pause. Punkt 6, wiederhole diesen Intervall, Pomodori genannt, weitere 3 Mal. Siebtens, nach insgesamt 4 Pomodori, mach 30 Minuten Pause. Und Punkt 8, entsprechend, je nachdem, wie viel du Zeit hast, mach das Ganze bis zum Feierabend weiter und ziehe nach Feierabend mal Bilanz und schaue, was das für deine Produktivität bedeutet hat. Das ist die Pomodoro-Technik. Hast du selber schon Erfahrungen mit der Pomodoro-Technik gehabt, dann lass uns darüber diskutieren. Links findest du, wie üblich, in den Shownotes, in den Captions, in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, von dir Feedback zu bekommen, was du für Erfahrungen mit der Pomodoro-Technik gemacht hast. Und ich freue mich genauso sehr, dich dann bei einer nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Für heute verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Love and Peace, dein Stefan. Ciao, ciao. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alle Infos und Links findest du wie gewohnt in den Shownotes oder unter podcast.onlinedurchbruch.com. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ganz liebe Grüße, Love and Peace, dein Stefan.